eben schnell schlafen. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Das ist der Wahnsinn. Kennt ihr das, wenn, kann ja sein, dass ihr auch Let's Plays macht, machen wollt, wie auch immer. Kennt ihr das? Ihr sitzt vorm Rechner, ihr habt eine Idee, ihr wollt sie umsetzen, ne? So wie ich jetzt zum Beispiel hier mit meinem Minecraft Let's Play. Und ihr nehmt einfach nicht auf. Und warum nehmt ihr nicht auf? Weil ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt. Ihr habt Angst, oder ich habe, ja, was heißt Angst? Nein. Ich habe keine Lust, so ein Video zu verkacken. Ich denke mir immer, worüber soll ich quatschen? Ey, keine Ahnung. Beziehungsweise, so im Kopf, ne, also ich denke mir dann immer, okay, cool, das wäre ein cooles Thema. Und ich habe dann immer so ganze Dialoge im Kopf. Aber ich weiß genau, sobald ich die Kamera anmache, gehen in die Leere. Keine Ahnung. Und das Krasse ist, das hatte ich vor der ersten Folge und das hatte ich jetzt auch vor der zweiten Folge. Ne? Ich habe mir immer wieder über die ganze Zeit jetzt, also ich hatte keine Zeit zum Aufnehmen, aber ich hatte zumindest zwischendurch mal so Zeit, vielleicht auch mal während der Arbeit, ne? So drüber nachzudenken, worüber man denn quatschen könnte und so. Und mir sind tausend Dinge durch den Kopf gegangen, aber ich quatsche schon wieder über irgendwas völlig anderes. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich habe damals mal, als ich mich so angefangen habe, was heißt damals? Ja, gut, das ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her oder so. Als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, ich habe halt Videos von. Gleich. So, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, bin ich unter anderem irgendwann auf gronkh.de gestoßen. Und beziehungsweise ich hab einfach mal was in die Google-Suche eingegeben, weiß ich jetzt gerade gar nicht, und da bin ich auch halt eben auf gronkh.de gestoßen. Und da stand unter anderem halt so eine Erklärung, wie wird man Let's Player und bla und und da stand halt auch was bei, von wegen, macht einfach die Aufnahme an und legt los. Scheißegal. Irgendwas kommt schon. Über irgendeine Scheiße quatscht ihr auf jeden Fall. Und ich weiß ich nicht, ich jedes Mal denke, vor jeder Aufnahme denke ich mir, bla, ne, und ohne Witz, ist es wirklich so. Irgendeine Scheiße fällt euch ein. Und wenn es nur darüber ist. Und wenn es nur ist, dass ihr darüber quatscht, dass ihr nicht wisst, worüber ihr quatschen sollt. Selbst darüber kann man stundenlang quatschen. Und wie lange nehme ich eigentlich jetzt auf? Och krass, ey, ich bin jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Krass. Eine ganze Folge nur für diese Treppe. Ja gut. Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich finde das so genial und ich hab gerade richtig Spaß. Ohne Witz, also es ist wirklich schade, dass ich so wenig Zeit habe. Aber ich würde wirklich gerne, es wäre schön, wenn ich jeden Tag ein Video bringen könnte und so. Ich hätte da wirklich richtig Spaß dran und weil ich auch einfach, ich möchte auch gerne nette Leute kennenlernen und möchte andere Leute unterhalten und also ich mache es wirklich aus Spaß, ne? Also wenn ihr jetzt, habe ich letzte Tage auch noch ein Video zugesehen, habe ich mir einfach so Jux und. Ach! Die Musik fängt wieder an. Yay! Wahnsinn! Super! Also die Minecraft-Musik ist irgendwie komisch. Ich glaube, ich muss mir mal irgendwie. Na toll.
Ich muss mir meine Playlist zusammenstellen. Das ist ja grausam. Habe ich mein Bett wieder ab? Ja, ich habe mein Bett wieder abgebaut. Okay. Wo war ich jetzt gerade? Okay, das ist noch so ein bisschen problematisch. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Es ist echt verdammt schwierig, sich zu konzentrieren, zu labern und zu zocken gleichzeitig. Vor allem, man fängt immer wieder irgendein neues Thema an, so wie jetzt auch, ne? Und. Ach ja, genau. Ich habe mir ein Video von Commander Krieger angeguckt. Auch ein richtig dufter Typ. Schaut mal rein. Und der sagte auch, ach ja, genau, das Video, wie man YouTuber wird oder wie werde ich YouTuber oder irgendwie sowas. Ungefähr ein Jahr her, dass er das hochgeladen hat. Und da halt unter anderem erwähnt, geht nicht mit den Gedanken an YouTube, ich will Geld verdienen. Vergesst es. Wenn ihr so denkt, dann wird es einfach nichts. Das ist Blödsinn, denn dann merkt man, das merkt man euch auch an und dann haben die Leute auch einfach keinen Bock, euch zu gucken. Ihr müsst, in erster Linie müsst ihr Spaß daran haben. Noch dazu, also, ich sollte eigentlich gar nicht über sowas reden, weil ich fange ja selber gerade erst an, aber. Das sagt einem schon der logische Verstand, dass das so nie was geben kann und dass YouTube nicht das schnelle Geld ist. Das ist ja nicht so, ihr macht 10 Videos, klatscht die da hin und yay, übermorgen habe ich 3 Millionen Klicks und kann mir davon Ferrari kaufen oder so ein Schwachsinn, was ja sowieso schon totaler Blödsinn ist. Also ganz ehrlich, glaubt man nicht, dass YouTuber wirklich so viel Geld verdienen. Das ist. Also, selbst wenn man das, also ich habe jetzt des Öfteren schon mal sowas gehört wie 1 Euro pro 1000 Klicks. Also, erstens ist das, ich weiß es nicht, ne? Ich bin ja von nichts Partner und so, ich verdiene ja kein Geld damit, also ich habe überhaupt keinerlei Daten daran, aber ich habe schon mehrere Videos gesehen und was sich so erahnen lässt, ist, dass es wesentlich weniger ist und, es ist ja auch nicht steuerfrei oder so, ne? Das heißt, das Geld, das weniger, was sie damit verdienen, das muss dann ja auch nochmal versteuert werden und bla und keine Ahnung was. Also so ein Unge oder so ein Gronkh, klar, die verdienen jetzt nicht schlecht, ne? Man kann davon mit Sicherheit gut leben. Aber ein Ferrari leisten oder so können die sich davon auch nicht. Also reich wird man damit nicht. Und, deswegen, es geht bei den Leuten auch gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern Spaß zu haben. Spaß zu haben, eine schöne Community zu haben und das würde ich auch gerne aufbauen. Ich hätte gern nette Leute. Ich würde gerne nette Leute kennenlernen, vielleicht ja irgendwann mal mit mehreren aufnehmen, vielleicht mit größeren was aufnehmen. Wenn es denn dazu kommen sollte, hätte ich mit Sicherheit Spaß daran. Und wenn es halt noch nicht mal aufnehmen ist, sondern einfach nur mal, keine Ahnung, mit einem Debitor eine Runde zocke und ein Ründchen PvP zocken oder weiß der Geier was. Oder so ein Gastauftritt bei Gronkh oder. Ja, genau. Nein, cool wäre es, aber ich glaube nicht dran. Und es ist auch gar nicht schlimm, mein Gott. Shitdrop. Hauptsache, wir haben Spaß. Ja. Ich laber schon wieder eine halbe Ewigkeit. Und, ach ja, mach das hier übrigens gerade mit Absicht, ne? Wir brauchen ein bisschen Holz und ich will hier halt ein bisschen Terraform und ich glaube, ich könnte mir meine Schaufel bauen. Das wäre vielleicht meine Idee. So. Und, oh. Leute, sieht das nicht nice aus?
Oh, ich hätte mit meinem vorherigen CPU gar nicht anfangen brauchen, Shader reinzupacken. Das war so unmöglich. Also, ich habe meinen PC jetzt, habe ich so, wie er vor dem CPU war, habe ich seit ungefähr Weihnachten. Da hatte ich dann durch Unterstützung meiner Familie etc. Genügend Geld und Equipment und so, um mir diesen PC halt so relativ vernünftig zusammenzustellen. Aber selbst da halt hätte. Das ist aber ein komischer Lichtkegel. Wieso? Ja, doch, in der Aufnahme ist das genauso. Der scheint nur in eine Richtung. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, egal. Aber, ach, wie geil, wir haben es genau richtig hingestellt. Aber. Hä? Stehen aber falsch rum auf. Egal, der Baum muss da weg. Hab ich. Ach so, ich kann nicht mehr rennen. Oh, wir verhungern gleich, wir verhungern gleich. Ofen, Ofen. So. So. Und erstmal Fleisch braten. Wir brauchen was zu essen. So, und jetzt holzen wir erstmal den Baum hier ab. Der nervt. Der muss hier weg. Wo war ich gerade? Boah, das ist echt verdammt schwierig. Leute, ey, das glaubt man gar nicht. Echt, also, ich hab wirklich schon einige Kommentare gelesen. Oh, kannst dich nicht konzentrieren. Oh, bist du blöd? Vergiss immer wieder, wo du dran warst. Leute, das ist schwer. Ey, das glaubst du gar nicht, ey. Und glaubt man nicht, dass so ein Video, so ein Mobile Game Video von Debitor oder so, dass das mal eben so dahingeklatscht ist, ne? Auch wenn es nur 4 Minuten sind, das ist schweineviel Arbeit. Leute, nehmt mal so ein Video auf und schneidet das. Das ist. Boah. Also, falls ihr meine anderen Videos gesehen habt, zum Beispiel so ein Geocaching-Video oder so, mittlerweile bin ich ein bisschen schneller, weil ich jetzt auch so die einzelnen Funktionen vom Videoschnittprogramm kenne und ich sag mal, größtenteils benutze ich ja das immer das Gleiche oder ich weiß halt durch Ausprobieren schon, wo einige andere Funktionen, wenn ich sie dann mal brauche, sind. Deswegen geht es ein bisschen schneller, aber ich bin doch schon einige Stunden beschäftigt. Mein allererstes Video, das wartet mal eben. Ah, Ohrjucken. Oh Gott. Mein allererstes Video, der automatische Verkaufsstand dieser Zeitungsständer den ich für Herrn Bergmann für Minecraft Leben gemacht habe, der hat mit Aufnahme und Schnitt 5 Stunden gedauert. Und das war nicht viel. Also, das Video ist eigentlich ein. Naja, geht so. O okay, damals hatte ich auch noch kein besonders tolles Schnittprogramm. Wartet mal eben. Okay, das war meine Frau. Ich muss gleich mal eben kurz runter. Ja, auf jeden Fall, das Video war jetzt ja noch gar nicht mal so viel Arbeit, weil ich hab's. Es waren relativ wenig Schnitte, die zu setzen waren, aber ich habe damals noch mit Fraps, ja, Fraps hat mich damals aufgenommen, da war mir OBS noch gar nicht so bekannt. Und geschnitten habe ich mit irgend so einem kostenlosen,
Virtual Dub Mod oder so, weiß ich gerade gar nicht, habe ich geschnitten. Da waren so gut wie gar keine Funktionen drin. Ich konnte keine Tonspur hin und her schieben oder so, um es zu synchronisieren und nix. Also da hast du dann auch noch, okay, gut, das mache ich jetzt heute auch noch, aber dieses, ne? Das war dann schon echt extrem und weiß ich nicht, das war. Essen, verhungern, sehe ich gerade schon wieder. Ach, ich hatte noch eine gebratene Keule. Oh, wie dämlich. Gut, und jetzt mittlerweile habe ich ein relativ vernünftiges Schnittprogramm und ich nehme jetzt halt mit OBS auf. Ich habe. Hatte ich da schon die Webcam? Nein, die Webcam hatte ich da jetzt auch noch nicht. Ne? Ich habe. Wenn ihr es nicht in der Beschreibung verlinkt haben sollte, ich habe die Logitech nur C930E. Und dann kam jetzt halt noch hier dieses feine Headset dazu. Das habe ich auch noch geschenkt bekommen. Und mit dem Geld, was ich bekommen habe, habe ich mir ein neues Mainboard und meinen RAM geholt. Mainboard habe ich ein MSI 970 Gaming. Das hatte ich mir geholt, weil ich halt schon von einem Bekannten, ein Bekannter hat quasi PCs aussortiert, oder der Bekannte eines Bekannten hat PCs aussortiert, wo hat seinen quasi halt, oder hat Teile seines PCs aussortiert und die halt, er hätte es weggeschmissen. Dann habe ich gesagt, komm, tu her, ich kann es immer gebrauchen, ne? Ich kann ja PCs zusammenbasteln, ist ja kein Ding. Ist ja nicht allzu schwierig. Und. Der CPU hat halt den AM3 Plus Sockel. Nein, AM3 Sockel. Und aufgrund dessen habe ich mir dann halt ein passendes, vernünftiges, nicht allzu teures, also von der Preislage her, akzeptables Mainboard besorgt. Und darauf baut dann jetzt halt der CPU auf, den ich jetzt vor kurzem bekommen habe, wieder zu meinem Geburtstag. Und das ist der bestmögliche CPU für mein Mainboard. Natürlich, CPUs wären weitaus oder gehen doch weitaus höher. Also mein CPU kommt immer noch nicht an einen Intel i7 dran oder so, ne? In die Nähe schon, aber Intel i7 ist halt Burner. Zumindest gewisse davon, ne? Gibt ja auch schon wieder 1000 Stück von. Und ja, weil ich mir halt eben nicht schon wieder ein neues Mainboard kaufen wollte und auch einfach das Geld halt eben einfach nicht habe, habe ich mir halt dafür einen passenden ausgesucht und jetzt ist der PC so, wie er hier jetzt ist. Und wir haben jetzt, komm, wir stellen uns einfach mal jetzt hier so hier oben hin, ne, mit dem Shader. Machen wir mal F3. Ja, ich sehe die FPS jetzt nicht, ne? 35. Ja, geht nicht runter. Also ich habe das Spiel insgesamt auf 35 FPS begrenzt, weil mein Monitor ja sowieso nicht mehr anzeigt. Weil wenn ich jetzt hier zu schnell laufen lasse, das Spiel in 60 FPS laufen lasse und der Monitor zeigt mir nur 30 FPS an, dann gibt es nicht Parallaxenfehler, sondern dann wird es so schwammig und so. Ne? Und deswegen habe ich das einfach auf 35 begrenzt. Der läuft top mit 35. Ihr bekommt so quasi sowieso nur 30. Also ist es eh egal. 60 FPS schaffe ich einfach nicht. Was soll ich mit 60 FPS aufnehmen, wenn mein PC mit Shader keine 60 schafft? Dann bringt das Ganze nichts. Im Rendern ist es. Wird das wahrscheinlich auch wieder nur schwammig und verzerrt und pixelig und Blödsinn. Warum? Lohnt sich nicht. Ihr habt 1080p. Ja, ihr habt 1080p, ich habe 1080i. Reicht. Passt. Reicht vollkommen. Letztens habe ich ein ganz nettes Kommentar bekommen, der meinte, er fände meine Videos ganz cool, ganz lustig, wie auch immer. Und
erstmal da ganz gut und dann habe ich, ich habe ihn einfach mal gefragt, wieso findest du meine Videos jetzt ganz gut? Ich glaube, das war unterm Unpacking Milchschnitte? Oder war das unter der ersten LP-Folge? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Habe ich ihn einfach mal gefragt, ne? Ja, du lädst schon in 1080p hoch. Was? Ja. Und? Okay, freut mich, wenn euch das freut, ne? Ganz ehrlich, ich komme aus einer Zeit, da. Ich habe früher auf einem Röhrenmonitor gezockt und beziehungsweise Röhrenfernseher Fernsehen geguckt. Ich kenn noch Augenkrebs. Sowas kennen die meisten ja schon gar nicht mehr, ne? Aber ich find schön, wenn das. Das gibt's doch nicht. Der Steinschaufel, ne? Ich find's schön, wenn das Leute freut. Aber dass das, weiß ich nicht. Ich verstehe diese Argumentation jetzt nicht. Warum ist das Video gut, nur weil es in 1080p ist? Weiß ich nicht. Es ist für mich, weiß nicht, für mich gibt es da ganz andere Kriterien. Sowas wie, grundsätzlich erstmal kann ich mir die Stimme anhören. Das ist für mich schon mal ganz wichtig. Es ist eine schöne, geschmeidige, sanfte Stimme. Kann man dem gut zuhören? Oder ist das hier irgend so eine quietschige? Oder irgend so ein Dialekt, den kein Schwein versteht? Oder. Ne, also das ist für mich zum Beispiel schon mal so ein Auswahlkriterium. Ich habe schon viele, auch größere YouTuber gesehen. Das ist schön, wenn die so groß sind, wenn die ihre Anhängerschaft haben, aber da denke ich mir, den könnte ich keine Stunde lang zuhören. Da werde ich bekloppt. Das ist schon mal Kriterium Nummer 1. Nummer 2 ist, wenn er mit Facecam macht. Okay, das ist jetzt etwas oberflächlich, ne? Aber wenn er schon mit reinpackt, ne, dann sollte das Gesamtbild natürlich auch irgendwo stimmen. Und gut, Schönheit liegt jetzt wieder im Auge des Betrachters, ne? Ich sag nicht jetzt irgendwie, oh, der ist hässlich, der sollte das nicht machen, ne? Sondern, ist nicht meins. So, und nicht die Bildqualität. Natürlich gucke ich, wenn es jetzt ein Tutorial ist oder so, natürlich gucke ich mir auch eher ein 1080p Video an als ein 360p Video, ne? Aber wie gesagt, das ist für mich kein Kriterium für ein gutes Video. Und wenn der Typ mit der sanften Stimme ohne Facecam ein 360p Video macht, also sagen wir mal ein Redstone-Tutorial macht und das aber besser erklärt als der quietschige mit Facecam in der 1080p Auflösung, dann gucke ich mir lieber den in der schlechten Auflösung an. Dann habe ich halt zwar ein bisschen Augenkrebs, aber dafür ist das Video gut. Klar, natürlich möchte ich auch, ich möchte natürlich, dass die Qualität so gut wie möglich ist, ne? Und dass es flüssig ist, dass wir nicht so eine Ruckelscheiße haben. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Egal. So, ich setze noch mal eben einen kleinen Cut. Bis gleich.